Wenn wir das wüssten. Wir haben im Grunde keine Ahnung. Man liest immer mal wieder, es hat etwas mit Venedig zu tun. Das kann aber nicht sein, denn dann hätte Monteverdi 3 Jahre vor seiner Anstellung in Venedig schon ahnen müssen, dass der dortige Kapellmeister stirbt und er dann diese Stelle bekommt. Man sieht aber der Sammlung eigentlich an, dass das auch nicht Stücke sind, die für einen Anlass komponiert worden sind, sondern die sind nachträglich erst zusammengefügt, vielleicht teilweise auch erst für die Publikation komponiert worden. Auf den ersten Blick könnte man denken, gut, es gibt nur einen originalen Druck von 1610, es gibt keine weiteren Handschriften, es gibt noch von 2 Sätzen einen späteren deutschen Druck, das ist aber eindeutig abgekupfert aus der Ausgabe von 1610. Wenn man aber dann genauer hinguckt oder ein bisschen Erfahrung im 17. Jahrhundert hat, ist das dann doch nicht ganz so einfach, denn anders als wir uns das heute vorstellen, wurden diese Druckexemplare nicht in großer Serienproduktion gemacht, einer wie der andere, sondern die Druckexemplare sind Individuen. Die Stimmbücher enthalten tatsächlich unterschiedlichen Notentext, unterschiedliche Fehler, die einzelnen Exemplare desselben Stimmbuches. Ich habe hier mitgebracht, da ist es ganz offensichtlich, ein Ausschnitt aus dem Quintus-Stimmbuch. Beide, 2 Exemplare, beide liegen in Brescia. Und man sieht deutlich, die Seitenzählung ist in einem falsch, im anderen richtig. In einem ist ein Tacit-Vermerk drin, der am anderen fehlt. Hier hat der Drucker irgendwann im Laufe der Produktion gemerkt, da ist mir ein Fehler passiert und hat das geändert und weiter produziert. Das heißt, handschriftliche Eintragungen müssen wir auch sehr sorgfältig angucken. Die können auf den Komponisten zurückgehen, müssen sie nicht. Da gibt es eine ganze Menge Unterschiede, die von kleinen Details bis zu größeren Dingen reichen. Eins habe ich eben angesprochen, dass eine Ausgabe wirklich ein Bewusstsein dafür hat, dass die einzelnen Druckexemplare unterschiedlich sind, gibt es erst überhaupt einmal. Das ist in der Gesamtausgabe der neuen. Alle anderen Ausgaben beruhen nur auf dem Bologneser-Exemplar und haben schon allein deshalb eine ganze Reihe von falschen Lesarten. Dann ein wesentlicher Unterschied ist das Aufführungsmaterial. Wir haben versucht, bei unserer Ausgabe Erfahrungen aus der Praxis, ich habe das Stück oft gespielt, einfließen zu lassen und zu den Psalmen Collaborate Stimmen beizugeben, aber nicht vorzuschreiben, was jedes Instrument spielen soll, sondern diese Stimmen so zu gestalten, dass möglichst viel daran enthalten ist, dass ein Aufführender die Wahl hat und selber gucken kann, welche Stimmen sind schwächer besetzt im Chor, welche stärker und dann entsprechend Instrumente dazugeben kann. Und damit das ganz übersichtlich funktioniert und man nicht immer sagen muss, Takt so und so spielst du, haben wir die Versgrenzen, die ja in Monteverdis Komposition eine große Rolle spielen. Also ein Psalm besteht ja aus verschiedenen Psalmversen und Monteverdi wechselt seinen Kompositionsstil von Vers zu Vers. Wir haben diese Versgrenzen in der Partitur und in allen Stimmen angegeben und man kann einfach sagen, Vers 1 spielen die Bläser, Vers 2 spielen die Streicher oder so. Das ist zum Beispiel auch bis jetzt noch nie gemacht worden. Also, das sieht aus wie eine Instrumentalstimme, natürlich die Balkung und so alles wie ein Instrumentalstimmen, aber relativ klein, damit es nicht stört, aber doch gut erkennbar steht der Text drunter. Das hat mancherlei Nutzen. Einmal ist es oft hilfreich zur Orientierung, aber es hat natürlich auch Konsequenzen auf die Phrasierung. Es gibt durchaus immer mal wieder Stellen, die relativ ähnlich sind, also so typische Kadenzfloskeln. Und die man geneigt ist, als Instrumentalist auch immer ähnlich zu spielen. Aber manchmal sind innerhalb dieser Kadenzfloskel Silben untergebracht, manchmal nicht. Wenn der Chor Silben artikuliert und die Instrumente da groß drüber wegphrasieren, hat der Chor mit seiner Artikulation quasi keine Chance. Das hört man nicht. Man hört diesen Chor, die Artikulation des Chores eigentlich nur dann, wenn der Instrumentalist genauso phrasiert, genauso Silben spricht wie der Chor.